Leder, oder? Ach Gott. Jawohl, Leder. Da brauche ich keine Kühe schlachten. Ich frage mich, wie Leder ins Wasser kommt. Also, so Stickies kann ich verstehen. Verrottetes Fleisch kann ich verstehen. Stiefel ist halt, weil. Keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Gag von seit Ewigkeiten, dass man, wenn kein Fisch beißt, dann tust du einen Stiefel angeln, einen Schuh oder so. Das ist irgendwie immer, weiß ich nicht, woher das wirklich kommt. Haken ist klar, dass man den angelt. Also ist jetzt nicht klar, aber wenn man angelt und mal. Genau, wenn man schon davon spricht, Haken. Wenn man angelt und der große Fisch dir die Schnur abreißt, ja, dann ist halt ein Haken im Wasser oder im Fisch. Und irgendwann im Wasser. Kann ich dann auch irgendwie nachvollziehen. Aber Leder, das will mir nicht eingehen. So, zack. Ach, Angeln ist so beruhigend. Danke für das Geschenk, nehme ich gerne. Brauche ich mich nicht anstrengen, wenn man es mir schenkt. So, okay, ist noch Mittag, gut. Oh. So, das. Nächste Update in Minecraft wird wahrscheinlich gar nicht mehr allzu lang dauern, bis es kommt. Ein paar Monate vielleicht noch. Da bin ich dann noch mal gespannt. Ist zwar kein, sorry, also bis jetzt wäre es noch kein richtig großes Update, aber ein interessantes Update. Und ja. Was erzählt man sich denn beim Angeln immer so? Vor allem alleine beim Angeln, das ist doch eigentlich langweilig, oder? So, einen noch und dann. Schlimm. Jetzt wollte ich gerade die Angel wegstecken. Wie in Russian Fishing, aber das geht ja nicht. Ich muss ja bloß das Maßrad drehen. So. Jetzt brauche ich zwei Emerald schnell. Das zwei. So, jawohl. Jetzt muss ich bloß noch den Fischer finden. Da gefunden. Bam. So. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr zu essen. Mal ein bisschen Fleisch bzw. Fisch. So. Mal eine Frage, für was brauche ich, also kann man giftige Kartoffeln für irgendwas hernehmen? Wahrscheinlich für einen Trank oder so, könnte ich mir vorstellen. Angel wieder weg. 1, 2, 3. Sticks habe ich.
Trara und ein vor allem eine Diamantspitzhacke. Wir haben viel Eisen. Wenn man viel Eisen hat, macht man Folgendes. Man macht drei Eisenblöcke und danach macht man sich einen Amboss. Den Amboss stellt man irgendwo hin. Boom. Sonst noch irgendwas? Lore, Kessel. Haben die eigentlich irgendwo einen Kessel? Ich glaube, ich habe damals keinen Kessel gemacht, weil das so viel Eisen kostet. Da ist der Braustand drin. Da haben wir einen Räucherofen, Kartentisch, Ruckeldi-Ruck, Webstuhl, obwohl ich noch keinen Weber gesehen habe. Oder Schäfer. Muuu. Bognertisch. Ja, Dingensen, Bibliothekar. Schleifstein und Fass. Okay, wir haben keinen Kessel. Den tue ich dann da reinstellen. Oh, jetzt aber schnell. Zack. Ja. Bams. Gut, also einmal einen Kessel, danke. Oh Mann, jedes Mal haue ich mir die Falltür auf den Kopf. Dum, dum, dum. Ach, machen wir da her. Dieses Schaf. Ich könnte es aber auch blaschieren. Schere. Zack. Graue Wolle. Hellgraue Wolle. Gut, Schere weg. Eisen. Weg. Da mache ich jetzt einen Barren dran. Draus. Das Platzsparende. Ansonsten passt alles. Das Gold könnte ich eigentlich einschmelzen, aber nur wenn ich es mitnehme. 1, 2, 3. 4. Ja, Servus. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Ach, genau. Ich wollte mir eine Stelle suchen, wo ich nach unten grab. Aber ich glaube, das ist da vorne schon nicht ganz schlecht, dieses Plateau. Es schaut schon so bergarbeiterminenmäßig aus. Und zwar werde ich nicht in diese Richtung graben, sondern werde dann hier so schräg runter graben. Und zwar genau so. So. Ich muss dann noch eins weiter. Gut, das könnte jetzt ganz lang dauern. Vielleicht spule ich da sogar vor.
Die Taschen sind voll, deswegen einmal zurück zu unseren Kistner. Eieieiei, ist das ganz schön weit, weiter als ich dachte. Oh mein Gott. Also unten war minus 36 Grad. Und oben, schau mal kurz. Oh, Licht, Sonne. Wow. Oha. Und hier haben wir 73, also haben wir 109 Blöcke tief gegraben schon. Und das mal 12. So viel, also fast, weil da noch so eine Schlucht durchging. Also um die 1000 Steine abgebaut. Bringen wir die alle hier rein. Gerade so vielleicht. Ja, doch. Jod ist fertig. Gut. Passt alles. Ein bisschen Kohle wieder mitnehmen. Essen habe ich. So. Passt. Und wieder zurück unter Tage. Aber ich hoffe, dass ich bald unten angekommen bin. Oh. Und das alles dann richtig verkleiden und ein Gebäude drüber bauen und dass es ausschaut wie ein Mineneingang. Olé, olé. Wie das einfach runter geht. Krasser Scheiß. Jo, dann werde ich mal hier weiterkloppen und bis dann.